Hallo und willkommen zum zweiten The Joecraft News Rewind. Bald gibt es die THC News schon 2 Jahre lang. Mir fällt auf, wir werden alt. Wie dem auch sei, wir können wieder auf ein mehr oder weniger erfolgreiches Jahr zurückblicken. Heute haben wir 3 Punkte bzw. Themen, die wir ansprechen. Einmal, wie sich die News Aufrufe zahlenmäßig verhalten hat. Dann, wie sich die News auf der Designseite verändert hat. Und zuletzt, warum in letzter Zeit weniger kam. Also, kommen wir am Anfang direkt mal zu den Zahlen. Im Januar diesen Jahres haben wir 1748 Aufrufe erzielt, wobei am 26. Januar mit 521 Aufrufen am meisten Aufrufe kamen. Im Februar haben wir 749 Aufrufe erhalten, wobei am 4. Februar die meisten Aufrufe mit 239 Aufrufen kamen. Im März waren es dann 537 Aufrufe, mit den meisten Aufrufen am 1. März mit 78 Aufrufen. Im April waren es dann 460 Aufrufe mit 100 Aufrufen am 1. April. Was eine Überraschung. Den Mai und Juni kann man zusammenfassen, da in diesen 2 Monaten nur ein Video kam. Die meisten Aufrufe wurden von uns am 12. Juni erzielt mit 173 Aufrufen. Im Juli waren es 481 Aufrufe, wobei am 14. Juli mit 108 Aufrufen am meisten erzielt wurde. Im August waren es 420 Aufrufe, mit den meisten am 20. August 102 Aufrufe. Den September und Oktober kann man auch wieder zusammenfassen, weil dort nur ein Video kam. Am meisten Aufrufe hatten wir am 19. Oktober mit 423 Aufrufen und insgesamt hatten wir 1379 Aufrufe. Im November und Dezember hatten wir dann insgesamt 200 Aufrufe und am meisten mit 29 Aufrufen am 23. November. Im Jahr 2023 haben wir also insgesamt 6802 Aufrufe erzielt. Im Jahr 2022 waren es allerdings 11892 Aufrufe. Warum das so ist, erfahrt ihr aber später. Die News hat sich für euch kaum geändert, allerdings gab es sehr viele Ideen, das Aussehen moderner zu gestalten. Nicht nur das Aussehen der Videos wurde zumindest von mir manchmal intern kritisch hinterfragt, sondern auch die in diesem Jahr neu dazugekommene Website, Dokumentendesigns, Briefdesigns und andere Sachen. Zum Beispiel bei den Videos. Meine Idee war, die ganzen Grafiken aufzufrischen, da diese, meiner Meinung nach, etwas veraltet und unmodern aussehen. Ich habe dann auch mehrere Konzepte gemacht, aber das IHGT der RWU hat sich den Vorschlägen gegenüber geweigert, diese anzunehmen. Eine Idee von mir war zum Beispiel die Bauchbinde, die ihr im Intro gesehen habt. Diese sieht mit den abgerundeten Ecken, wellenartigen Design und ohne Farbverlauf deutlich in die Zeit passender aus als die, die wir jetzt noch benutzen. Vielleicht ändert sich nächstes Jahr etwas, aber wir können euch da nichts versprechen. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, im letzten Jahr kam relativ wenig von uns. Uns geht es aber nicht allein so, da alle Fanpages von Josef gerade recht still unterwegs sind. Es hat allerdings auch private Gründe, warum bei uns im Moment nicht mehr so viel kommt, da ich jetzt mehr in meinem privaten Leben zu tun habe. Der andere Punkt ist Josef. Josef hat sich über die Zeit auch verändert. 2022 gab es noch relativ viel über ihn zu berichten, aber heute kommen weniger spezielle und originelle Sachen von ihm. Damals gab es gefühlt alle 2 Monate ein neues und spannendes Projekt, worüber wir dann auch immer berichten konnten. Allerdings kam nach Elimination Craft im Frühling diesen Jahres nicht mehr allzu viel Berichtenswertes. Es ist ein neues Dia Wars geplant, aber mehr sagen wir nicht dazu, da wir nicht genau wissen, wie verbreitet diese Information ist. Wir werden aber wieder, wenn dieses Projekt am Laufen ist, versuchen regelmäßig Upload zu bringen. Fazit ist also, wir wissen nicht, wie viel nächstes Jahr kommen wird, da sich Josef natürlich auch verändert. Ob positiv oder negativ gesehen, muss allerdings jeder für sich selbst entscheiden, da wir keine Meinung verbreiten möchten. Dieses Jahr hat trotz aller Kritik sehr viel Spaß gemacht und dafür danke ich persönlich einigen Leuten. Diese werden in der Endcard aufgelistet sein. Dennoch danke ich hier jetzt noch Lukas und Sascha, da diese immer eine sehr große Hilfe sind und die News ohne sie gar nicht existieren könnte. Das war's dann von unserer Seite aus für das Jahr 2023. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, wir sehen uns dann bald wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.